In der heutigen Ausgabe sprechen wir über das wichtigste Thema bei der Vermietung. Wir klären auf, welche Mythen gibt es beim Mietrecht und welche Bestandteile muss ein Mietvertrag mit beinhalten. Hierzu haben wir uns Experte und Mietrechtsanwalt Nima Dariayi eingeladen. Der Immobilien-Experten-Talk. Nima, ich grüße dich. Herzlich willkommen bei unserem Immobilien-Experten-Talk. Wir haben dich heute hier als Experten und Mietrechtsanwalt. Die erste Frage, die natürlich sehr spannend ist, wenn ich typischerweise Vermieter bin, auf was muss ich denn eigentlich alles beim Mietrecht achten? Das ist ja durchaus einiges. Das ist sehr, sehr viel. Also ich finde immer, dass das Wichtigste ist, dass mir bewusst ist, wenn ich mich in die Vermieterrolle begebe, dass ich in einem recht engen Korsett bin. Also im Wohnraummietrecht sehr eng, also sehr viele gesetzliche Normen, die halt mir vorgeben, was ich darf und was ich nicht darf. Im Gewerberaummietrecht ein ganz Stückchen weiter, aber auch immer noch nicht ohne Grenzen. Und man muss immer schauen, dass das einem bekannt ist. Also das ist jetzt nichts, was einen überraschen sollte, sondern das ist tatsächlich vorgegeben vom Gesetz. Was würdest du sagen, jetzt bin ich erstmalig Vermieter. Du musst dich relativ schnell mit dem Thema Mietrecht auseinandersetzen. Was sollte ich denn bestmöglich als erstes machen, wenn ich mich mit der Thematik beschäftige? Also der Mietvertrag, Mieterhöhung, was steht im Mietvertrag? Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was du als Vermieter wissen musst? Das erste wäre tatsächlich, dass ich mir den Mietvertrag mal ganz, ganz genau durchlese, weil ganz viele der späteren Fragen werden teilweise durch den Mietvertrag auch vorgegeben. Mhm. Also wie gesagt, ich habe halt, und da muss man auch ein bisschen die Unterscheidung machen zwischen halt Wohnraummietrecht, Gewerberaummietrecht, aber ich habe eigentlich zuerst mal gewisse Begrenzungen eben durch das Gesetz und dann kommt der Mietvertrag im Zweifelsfall noch oben drauf. Und also wir haben ganz viele Fragen tatsächlich zu, was muss ich als Vermieter überhaupt bieten, dem Mieter bieten, was ist meine Verpflichtung, welche Rechte habe ich, die ergeben sich aus dem Mietvertrag und dann der nächste Schritt ist dann tatsächlich aber auch wiederum zu prüfen, ist das überhaupt wirksam vereinbart, weil nicht alles, was im Vertrag drin steht, ist dann am Ende des Tages auch durchsetzbar. Okay, du sagst gerade Pflichten und Rechte, die der Vermieter bzw. Mieter hat. Wenn du jetzt einen Mietvertrag liest, was sind denn so Standardklauseln, die immer mit drinne stehen? Da muss man auch nochmal unterscheiden, wie gesagt, zwischen Wohnraum und Gewerberaum. Also die Wohnraummietverträge sind halt sehr standardisiert, weil ich halt einfach da nicht großartig von abweichen kann. Die sind eigentlich immer so gemacht, dass ich halt so die größtmögliche Verschiebung halt der Rechte zugunsten des Vermieters habe. Und dann versuche ich halt tatsächlich neben dem, was so normal ist, halt zu klären, was sind denn die Betriebskosten, die der Mieter halt tatsächlich zusätzlich zu der Netto-Kaltmiete zu tragen hat. Ist der Mieter verpflichtet, die Schönheitsreparaturen durchzuführen? Gibt es eine Kleinreparaturklausel? Und heutzutage natürlich immer wichtiger auch die Frage, mache ich eine Klausel, die mir als Vermieter eine andere Möglichkeit zur Mieterhöhung gibt. Ja, also gerade hier hatten wir halt ganz häufig, dass wir darauf nicht geachtet haben, aber je näher wir mit den Neuvermietungsmieten halt an die Mietpreisbremse rangehen, umso wichtiger wird es halt, dass ich dann eine Mieterhöhungsmöglichkeit habe, die mir dann danach immer noch eine Mieterhöhung ermöglicht. Du hast jetzt schon ganz viele Punkte genannt. Wir versuchen, die mal aufzurollen. Also Schönheitsreparatur bis Kleinstreparatur. Was genau ist das und was sollte ich als Vermieter bestmöglich in den Vertrag reinschreiben? Also Schönheitsreparaturen sind halt die malermäßige Bearbeitung der Wohnung. Und die haben wir schon seit einiger Zeit in den Mietverträgen. Das bedeutet einfach, dass halt spätestens zum Ende des Mietverhältnisses der Mieter die Wohnung in einen Stand versetzt, dass halt der Neumieter da mehr oder weniger selbst wieder einfach seine Dekorationswünsche umsetzen kann. Da müssen wir halt sehr, sehr stark aufpassen, weil es jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten inzwischen Rechtsprechung gab, die halt tatsächlich diese Verpflichtung zur Durchführung der Schönheitsreparaturen
zurückgedrängt hat. Also es gab den Versuch der Vermieter, da immer weitergehende Pflichten halt des Mieters einzubauen, und da hat der BGH irgendwann gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und, wo ist da so eine typische Grenze? Also reden wir über einen Geldbetrag? Nee, also dort, jetzt erstmal, das wäre vielleicht ganz gut, um das halt zu erklären, wo wir daherkommen. Wir haben halt im Gesetz halt die Verpflichtung, die Hauptleistungspflicht des Vermieters. Mhm. Ist, dass ich erstens die Mietsache zur Verfügung stelle, zweitens, dass sich die Mietsache in einem vertragsgerechten Zustand befindet, und drittens, dass dieser vertragsgerechte Zustand auch während des Zeitraums der Vermietung halt aufrechterhalten wird. Das ist Aufgabe des Vermieters eigentlich. Mhm. Und jetzt kommt diese Schönheitsreparaturklausel und sagt, nee, das soll aber bitte der Mieter machen. Und deswegen ist die eigentlich eine sehr, sehr starke Abweichung von dem, was das Gesetz vorgibt. Mhm. Da gibt es halt auch inzwischen Stimmen, die sagen, das geht so nicht. Da haben wir halt die Paragraphen 305 fortfolgende BGB, die sagen, also wir können nicht von dieser Hauptleistungspflicht so abweichen. Und der BGH hält diese Schönheitsreparaturklauseln immer noch, aber sagt halt, also wir müssen halt gucken, dass das immer noch angemessen ist. Also unangemessene halt. Das ist immer schwierig als Nicht-Jurist. Ja, aber ich finde, dieser Begriff unangemessen ist ganz gut, weil man kann sich es halt ganz gut auch herleiten. Also zum Beispiel halt diese Endrenovierungsklausel ist so ein typisches Beispiel. Ja? Also dort irgendwie der Mieter soll am Ende des Mietverhältnisses unbedingt nochmal renovieren. Naja, wenn er ein Jahr vorher erst irgendwie das letzte Mal da irgendwie Hand angelegt hat, ist das unangemessen, dann zu sagen, jetzt musst du aber nochmal. Ganz typisches Beispiel waren auch die Farbwahlklauseln. Ja? Ende des Mietverhältnisses, entweder so, wie es beim Beginn war, oder weißen. Ne? Also praktisch, die muss in weißen begeben werden. Wenn ich jetzt als Mieter halt irgendwie da zuletzt mit einem ganz leichten Pastellton irgendwie gestrichen habe, muss ich dann nochmal loslegen und irgendwie wieder Schönheitsreparaturen durchführen. Also das wäre jetzt unangemessen? Das wäre unangemessen. Ne? Von Pastell zu Weiß funktioniert, genau. Von Schwarz auf wohl eher nicht. Genau, und das ist dann halt auch so eine ganz interessante Unterscheidung tatsächlich, weil das, wenn jetzt der Mieter sagt, naja, irgendwie hier die Wand ist jetzt irgendwie kirschrot gestrichen, aber meine Schönheitsreparaturklausel ist doch unwirksam, muss ich doch nicht machen. Das geht dann auch wieder nicht, weil tatsächlich man dann sagen muss, also das ist halt in einer Art und Weise gestrichen, die dann wieder eine Bestätigung der Mietsache ist. Und dann muss ich halt tatsächlich diese Wand dann auch wieder zurückstreichen. Okay, also gar nicht so einfach, das im Zweifelsfall abschätzen zu können. Also ich habe da selbst dazu auch was geschrieben, was sind unangemessene Klauseln. Wir haben da halt verschiedene Bereiche, wo wir sagen können, also das geht halt nicht. Das eine ist halt diese Endrenovierung. Dann haben wir wenn ich halt mit den Verpflichtungen halt über das hinausgehe, was typischerweise drunter fällt, zum Beispiel halt die Fenster von außen, dann ist das auch unangemessen. Und dann halt, wie muss ich das ausführen? Ja? Okay. Und da bin ich halt meistens. Ach so, und dann noch die Starnfristen, aber die findet man eigentlich nicht mehr. Ein sehr wichtiges Thema, was aktuell häufig diskutiert wird, ist das Thema Lüften. Da findet man ja auch Klauseln im Mietvertrag, und durch die aktuelle Energiekrise führt es meistens dazu, dass weniger gelüftet wird und sehr schnell Schimmel entstehen kann. Was sagst du als Mietrechtsanwalt dazu? Also dieses Thema Lüften begleitet mich natürlich die ganze Zeit. Also man kommt halt in die Wohnung von dem Mieter rein und da ist Schimmel, und dann soll halt der Sachverständige feststellen halt irgendwie, weshalb kommt das. Und also das Erste, was ich tatsächlich meinen Mandant, wenn ich Mieter vertrete, empfehle, ist, stellt euch doch mal so ein Hygrometer rein, damit ihr selbst mal irgendwie auch wisst, was ihr tut. Also grundsätzlich aber ist jetzt zuerst mal die Klauseln in den Mietverträgen, meistens wird da dieses Merkblatt Lüften und irgendwie Heizen beigefügt. Das ist ohne jede Relevanz. Also da muss man einfach sagen, da kann ich auch drauf verzichten. Da kann ich halt auch praktisch einen Hinweis geben. Übrigens findest du ja auf der Seite. Ne? Was man machen kann, ist tatsächlich eine konkrete Beschaffenheit der Mietsache vereinbaren. Ne? Also zum Beispiel sagt, also guck mal an, dort die eine Wand, da steht halt die Außenwand unseres Gebäudes ein bisschen weiter vor. Das ist halt tatsächlich gefährdet. Da musst du bitte drauf achten, lieber Mieter. Das schreibe ich dann halt gleich vorne in den Mietzweck mit oder Mietgegenstand mit rein und weise auch vielleicht nochmal ausdrücklich darauf hin. Und dann habe ich eine bestimmte Beschaffenheit vereinbart, der Mietsache. Ne? Und dann tatsächlich wird der Mieter im Rahmen seines Lüftungsverhaltens wahrscheinlich da eher nochmal drauf achten. Was ist denn jetzt, wenn der Fall eingetreten ist? Also ich komme als Vermieter in die Wohnung, ich sehe Schimmel.
Wer trägt denn die Kosten für die Überprüfung und die Beseitigung? Das ist immer halt für Vermieter eine sehr unschöne Sache, dass halt tatsächlich zunächst einmal die Kosten bei ihm landen werden auf die eine oder andere Weise. Mhm. Also wir haben entweder die Möglichkeit, der Vermieter holt zuerst mal selbst ein Sachverständigengutachten ein. Da wird es halt schon schwierig werden, diese Kosten dann im Nachhinein auf den Mieter umzulegen. Und die zweite Variante ist, dass das Ganze halt in das Gerichtsverfahren getrieben wird. Und dann muss derjenige zahlen, der das Verfahren halt verliert. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo der Mieter, also nee, machen wir es nochmal andersrum. Und das Problem bei der ganzen Sache für Vermieter ist, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zunächst einmal der Vermieter in der Beweispflicht ist, dass der Schimmel nicht auf bauliche Ursachen zurückzuführen ist. Also ich muss erstmal als Vermieter eben diesen Beweis, halt Sachverständigengutachten anbieten, muss das auch zuerst mal verauslagen. Mhm. Und erst wenn der Sachverständige zu dem Ergebnis kommt, nein, keine baulichen Ursachen, erst zu dem Zeitpunkt reden wir überhaupt tatsächlich darüber, ob denn der Mieter da jetzt was falsch gemacht hat, ob das halt irgendwie ob er fehlerhaftes Lüfterverhalten an den Tag gelegt hat. Das wird meistens auch im Rahmen dieses Sachverständigengutachtens geklärt. Aber zuerst mal halt, es ist Aufgabe des Vermieters. Und dass es überhaupt keine baulichen Ursachen hat, das ist auch ganz, ganz schwer zu beweisen. Also das, da gibt die Rechtsprechung ziemlich klare und also lieber vorher ausreichend. Also ich finde halt tatsächlich, also ich würde immer denken, dass man halt zunächst einmal mit dem Mieter auch wirklich gewissenhaft redet. Ja. Also das finde ich eine sehr sinnvolle Sache, weil letztendlich, die sagen ja selbst irgendwie, das gefährdet mich persönlich. Ne? Mhm. Und halt sowas wie ein Hygrometer kostet 10, 15 Euro im Baumarkt. Also gerade wenn Schimmel auftritt, könnte man sich auch mal überlegen, ob man das nicht mal vorgibt und sagt, guck mal selbst auf dein Verhalten. Halt, du bist halt in dieser Grenze von 40-60 halt Prozent Luftfeuchtigkeit, die sollte nicht überschritten werden. Dann hast du hier auch noch die Temperatur. Und dann guck mal, ob dein Lüftungsheizverhalten das überhaupt gewährleistet. Ja, und dann könnte man vielleicht auch darauf hoffen, dass vielleicht der Mieter von selbst auf die Idee kommt, dass das irgendwie alles nicht ausreichend ist. Okay, verstanden. Jetzt versuche ich eine Überleitung zu finden von Schimmel zu Mieterhöhung, was de facto wahrscheinlich relativ schwierig ist, aber wir machen einfach mal einen harten Cut. Du hast vorhin gesagt, Mieterhöhungen ist sicherlich auch ein Thema, was ihr häufig mit auf dem Tisch habt und man kann da schon ein bisschen was in dem Mietvertrag mit aufnehmen. Wenn du jetzt Vermieter wärst, wie würdest du Mieterhöhungen mit angehen, mit deinem Wissen als Anwalt? Also ich meine, mit dem jetzigen Wissen, praktisch ein Jahr später, würde ich natürlich immer die Indexmiete empfehlen. Ja. Ne? Das ist jetzt klar. Und auch da müssen wir zuerst mal die Unterscheidung machen zwischen Wohnraummietrecht und Gewerberaummietrecht. Mhm. Also da ist es ganz, ganz wichtig. Im Wohnraummietrecht habe ich halt im Gesetz vorgegebene Möglichkeiten halt zur Mieterhöhung. Ja, und selbst wenn ich nichts im Mietvertrag vereinbare, kann ich immer wieder auf das Gesetz zurückgreifen und sagen, so und dann praktisch so begründe ich meine Mieterhöhung. Das gibt's im Gewerberaummietrecht nicht. Also ich muss im Gewerberaum immer im Vertrag eine Klausel vorsehen, die mich zur Erhöhung der Miete berechtigt. Ansonsten habe ich einen Vertrag, der dann vielleicht für 10, 15, 20 Jahre ohne jegliche Mieterhöhung durchgeht. Mhm. Und das ist natürlich bitter dann für den Vermieter. Im Wohnraummietrecht hat die Indexmieterhöhung den ganz, ganz großen Charme derzeit, dass nur die erste Miete darauf geprüft wird, ob die Mietpreisbremse halt da gegenspricht und jegliche weitere Mieterhöhung, die dann kommt, ist von der Mietpreisbremse befreit. Also ich kann dann halt weiter steigen. Das war das, was du gerade angesprochen hast, war ein großes Thema in Berlin vor kurzem, dass das eigentlich auch nochmal geprüft wurde dann, ne? Miete hättest prüfen können, also wenn du eine Indexmiete hattest, konntest du sagen, ja, ich kann zwar nichts gegen die Erhöhung machen, aber zumindest gegen die anfängliche Miete. Gegen die Ausgangsmiete, genau, damit kann ich immer noch angehen und sagen, okay, wenn das halt in die Mietpreisbremsenzeit fällt, dann kann ich halt gucken, ob die tatsächlich halt die Mietpreisbremse einhält. Genau. Ja. Aber für Wohnraum, also gerade weil ich ja auch meistens, wenn ich jetzt neu vermiete, halt zumindest mal versuche, halt die Mietpreisbremse halt sozusagen zu nutzen, also die 10% über die ortsübliche Vergleichsmiete, das zu erreichen. Und wenn ich einmal unterbreche, gilt das eigentlich in überall Deutschland oder ist das ein Berlin-spezifisches Thema? Also grundsätzlich sieht das Bundesgesetz vor, dass halt
wir gewisse Voraussetzungen erstmal haben müssen, wenn halt der Landesverordnungsgeber die Mietpreisbremse einführen will. Mhm. Also da praktisch Gefährdung der Bevölkerung mit Wohnraumversorgung. Das wurde in, glaube ich, sehr, sehr vielen Ballungsräumen auf jeden Fall in Deutschland festgestellt. Und dann gab es halt das nächste große Problem, dass halt fast alle Länder oder alle halt Verordnungen außer der Berliner Verordnung zuerst mal von den Gerichten halt weggeräumt worden sind, weil die nicht ordnungsgemäß erlassen worden sind. Mhm. Also da wurde halt, muss halt auch begründet werden und da wurde halt ziemlich geschlampt. Und ich glaube, wir waren sehr lange Zeit in Berlin eine der wenigen Städte, in denen halt eine wirksame Verordnung halt bestand. Mhm. Also die wurde auch sehr stark angegriffen, wird wieder angegriffen, aber zunächst einmal halten sich fast alle Gerichte daran in Berlin, dass es halt tatsächlich so ist. Okay, verstanden. Also die Sache natürlich halt mit der Indexmiete ist, also ich bin halt schon an der sozusagen 10% oder bei der ortsüblichen Vergleichsmiete. Und dann kann ich ja in Berlin meistens meine Mieterhöhung mit dem Mietspiegel dann begründen. Also in Berlin waren halt die Steigerungen des Mietspiegels in den letzten 4 Jahren, waren glaube ich irgendwas um die 3-4% höchstens. Pro Jahr? Nee, insgesamt. Ah, also für die 4 Jahre. Ne? Okay, also dort irgendwie. Und wenn ich halt schon bei Beginn 10% drüber war, da habe ich dann natürlich keinerlei Möglichkeiten mehr, noch irgendwie eine Mieterhöhung halt zu erhalten. So schaffe ich dann halt tatsächlich irgendwie zumindest halt die Steigerung der Lebenshaltungskosten. Also das wäre halt für mich derzeit die sinnvollste Variante. Ich habe es teilweise mitbekommen, dass die Mieter da natürlich im Moment auch sehr allergisch drauf reagieren. Ja, also aktuell schon Miete drin ist, ne? Also, hochdiskutiertes genau. Thema. Das andere ist halt tatsächlich, also und das gilt auch sowohl für die Gewerberaummiete als auch die Wohnraummiete, halt die Staffmiete. Mhm. Da gebe ich halt einen bestimmten Prozentsatz der Steigerung vor. Das ist dann bei der Mietpreisbremse, dass jede einzelne Staffel auch geprüft werden kann. Mhm. Ja, also und das wäre natürlich, wenn ich da über die Stränge schlage, lande ich dann mehr oder weniger vor Gericht. Das macht dann auch keinen Spaß. Mhm. Und aber in der Gewerberaummiete ist das auch ein sehr probates Mittel, um halt als Vermieter und Mieter zu wissen, wie geht es denn weiter. Jetzt, du hast gerade Index angesprochen und Staffelmiete. Es gibt ja auch Mietverträge, die weder noch haben. Wie gehe ich denn da mit einer Mieterhöhung vor? Also wie gesagt, Gewerbemiete gar nicht, ne? Das ist dann halt vorbei. Pech gehabt. Genau. Und natürlich gibt jetzt halt, also nochmal kurz zum anderen Rande, halt bei den Indexmieten sind wir jetzt erst dabei zu prüfen, sind die überhaupt wirksam vereinbart. Und gerade auch in der Gewerberaummiete wurden dann eine ganze Menge Mieterhöhungsklauseln vorgesehen, die halt nur vorsehen, es geht immer nur nach oben. Und da sind wir uns relativ einig darüber, dass das nicht geht, also dass halt tatsächlich es auch die Möglichkeit geben muss, wenn halt die Lebenshaltungskosten sinken, dass dann halt auch die Miete sinken muss. Aber wir sind uns noch nicht ganz drüber im Klaren, was ist denn die Konsequenz daraus? Also ist die Konsequenz daraus, ich muss erstmal einklagen, dass halt die Unwirksamkeit festgestellt wird, oder ist die von Beginn an unwirksam und ich muss das, was ich vielleicht dann die ganze Zeit an Mieten zu viel verlangt habe, sogar zurückzahlen. Also das wird noch ganz spannend werden. Wenn ich im Wohnraum keine Mieterhöhungsklausel vorgesehen habe, dann bin ich auf das Gesetz angewiesen und das sieht dann halt 3 Möglichkeiten vor. Einmal halt den Mietspiegel, halt die halt Vergleichswohnung, 3 Vergleichswohnungen, die ich dann halt vorgeben muss und das Sachverständigengutachten. Ich meine, ich kenne natürlich die Berliner Situation. Wir haben sehr lange sehr, ja gut, also wir konnten mit dem Mietspiegel leben, sagen wir so. Die anderen Möglichkeiten sind halt schwierig, also gerade für Kleinvermieter. Ne? Also wenn ich halt eine deutsche Wohnung bin, dann wird es für mich wahrscheinlich kein Problem sein, da 3 Vergleichswohnungen heranzuziehen. Ja. Aber wenn ich halt vielleicht irgendwie eine einzelne Wohnung habe oder halt irgendwie 2, 3, 4, ja, ob ich die dann als Vergleich heranziehen kann, ist schwierig und mir ist jedenfalls noch nicht bekannt, dass es irgendeine Datenbank gibt. Aber was mache ich denn dann? Also habe ich dann wirklich auch Pech? Naja, also praktisch, wie gesagt, in Berlin halt Mietspiegel, der ja Probleme bereitet derzeit, ne, wo wir auch sehr viel Rechtsprechung jetzt wieder dazu haben und die Frage, ist überhaupt wirksam? Und dann haben wir das Sachverständigengutachten. Und das ist natürlich halt für den Vermieter eine relativ schwierige Angelegenheit, weil diese Sachverständigen kosten sehr, sehr viel Geld. Und
zusätzlich, also ich habe es einmal probiert für eine Wohnung halt im Speckgürtel. Also bis der irgendwie überhaupt gekommen ist, hat das ja, eine Weile gedauert. Wahrscheinlich auch viel zu teuer dann, ne? Ja, also dort irgendwie, da kann ich dann zuerst mal in den nächsten 3 Jahren meine Mieterhöhung zeige an den Sachverständigen. Du hast gerade Mietspiegel gesagt, was ich spannend finde. Ich höre häufig die Aussage, in Berlin gibt es ja gar keinen Mietspiegel mehr. Mhm. Was sagst du dazu? Sehr spannendes Thema. Also wir leben halt gerade in Berlin in sehr spannenden Zeiten, was den Mietspiegel angeht. Da muss man sich halt immer vor Augen führen, wir sind, also ich habe immer das Gefühl, die Leute sagen, es gibt die Rechtsprechung. Mhm. Und spätestens, wenn man in Berlin Mietrecht macht, wird man merken, also das ist keine Aussage. Also wir haben halt in Berlin 5 Kammern für Berufungskammern für Mietrecht, die zu verschiedenen Fragen sehr verschiedene Ansichten vertreten. Und beim Mietspiegel oder bei der Mieterhöhung haben wir halt eine, die ganze Zeit herausgestochen ist, das ist die 63. Kammer, die eigentlich immer oder seit sehr langer Zeit jetzt schon halt den Mietspiegel abgelehnt hat. Ich glaube, seit dem Mietspiegel 2017 sagen die, der ist nicht qualifiziert und deswegen können wir den nicht anwenden. Da wendet sich auch eigentlich keine Kammer mehr gegen, sondern die sagen, ja, dann benutzen wir ihn einfach als einfachen Mietspiegel. Können wir auch so machen, dann können wir schätzen irgendwie als Gericht und danach bestimmen wir unsere Miete. Und das hat jetzt die letzten Jahre mit Ausnahme der 63. Kammer gut funktioniert. Und jetzt haben wir aber die besondere Situation, dass halt der Mietspiegel 2019 schon fortgeschrieben worden ist und jetzt wurde der 2021er auch fortgeschrieben. Und da kommt jetzt die 67. Kammer und sagt, also ob das so geht, ist halt fraglich. Da gab es jetzt eine Entscheidung, da mussten sie halt das nicht entscheiden, sondern haben das einfach so mal in den Raum gestellt, ob das überhaupt wirksam ist. Das wird halt sehr, sehr spannend werden. Es gab jetzt eine Entscheidung der 66. Kammer, die gesagt hat, nein, das geht schon. Wie sich da die weiteren Kammern zu positionieren werden. Also da gehen wir sehr interessanten Zeiten entgegen. Und jetzt haben wir das nächste, Mietspiegel 2023. Man könnte ja sagen, ja gut, wir können ja alles retten, wenn halt 2023 dann endlich mal irgendwie ein qualifizierter Mietspiegel kommt. Da gab es jetzt gerade die Schlagzeilen am Ende letzten Jahres, dass der angegriffen worden ist, halt die Vergabe eben an ein bestimmtes Unternehmen, das den erstellen sollte. Da sagten die, das geht so nicht, wie das vergeben worden ist. Ja. Und das hat jetzt das Kammergericht entschieden, dass diese Vergabe wohl ordnungsgemäß war, aber es hat das Ganze jetzt wieder verzögert. Ja. Und wir werden halt nicht wie üblich im Mai 2023 dann den Mietspiegel bekommen, sondern das wird wohl noch ein Weilchen dauern. Und derzeit soll es einen Übergangsmietspiegel geben. Und wie das gehen wird, da bin ich ganz gespannt. Also zusammenfassend gesagt, es gibt einen Mietspiegel. Ich kann ihn als Orientierung nehmen, aber so richtig ist er jetzt dann auch nicht da. Oder er wird nicht anerkannt, so glaube ich. Ja, also ich glaube halt, also bei mir landen ja immer so nur die Sachen, die halt schief gehen. Ne? Mhm. Und ich glaube halt ganz viele, halt, die sozusagen auf dem Markt als Mieter oder Vermieter unterwegs sind, die werden sich zuerst mal dran halten, was halt irgendwo vereinbart ist. Und wenn die Mietspiegel sehen, werden die wahrscheinlich auch sagen, ja gut, passt schon. Wenn ich damit, mit solchen Sachen, die Leute zu mir kommen, dann wird es kompliziert, ne? Weil ich dann halt sagen muss, ja, müssen wir gucken, welcher Bezirk und welche Kammer und so weiter und so fort. Jetzt haben wir nochmal das zusätzliche Problem, wissen wir nicht, wie es weitergeht. Und spätestens, wenn es dann zu Gericht geht, dann wird es halt unschuldig. Zum Abschluss, ich versuche immer so die besten Tipps von den Experten rauszuholen. Vielleicht kannst du die besten 1, 2 oder 3 Tipps, die du für Vermieter hast, einmal mit nennen. Vielleicht fällt dir irgendwas aus der Praxis ein, wo du sagst, das Ding, das musst du wissen, guck dir das genauer an. Also grundsätzlich natürlich halt, lass den Mietvertrag durch den Rechtsanwalt irgendwie überprüfen. Also ich bin immer wieder, dass halt tatsächlich auch gerade vor dem Kauf man einfach solche Dinge durchgeht. Ne? Ist die gerade Gewerbe halt tatsächlich, ist die Mieterhöhungsklausel wirksam? Ist die Schönheitsreparaturklausel wirksam? Worauf muss ich halt eventuell achten, halt bei den Betriebskosten? Ja? Kann ich da vielleicht auch nochmal was ändern? Ist der Vertrag gerade im Gewerberaummietrecht halt, ist die Schriftform da eingehalten? Also da gibt es eine ganze Menge Sachen, auf die ich halt achten muss und auf die ich als Laie wahrscheinlich nicht kommen werde. Und
Für mich ist halt tatsächlich genau auch dieses enge Korsett, das dem Mandanten zu beschreiben und zu sagen, pass auf, darauf lässt du dich ein, wenn du hier halt den Vertrag oder das Objekt kaufst. Das ist für mich halt tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Grundsätzlich dann auch, dass ich als Vermieter tatsächlich, also wenn ich später vielleicht auch mal Probleme mit meinem Mieter habe, dass ich da konsequent in meinem Verhalten bin. Mhm. Also ich hatte das immer wieder, also ein Thema, was mich ja immer wieder verfolgt hat, waren halt so Mietnomaden, Zahlungsverzugskündigungen. Und da finde ich halt, da muss man halt wirklich halt Fristen setzen, sagen, okay, das ist die Konsequenz. Und wenn die Konsequenz halt oder das nicht eingehalten wird, dann muss die Konsequenz folgen. Das ist für mich immer eine ganz wichtige Sache. Und grundsätzlich, also nicht nur gehen Sie zum Rechtsanwalt, sondern ganz häufig auch gehen Sie zum Verwalter. Also der weiß meistens, was er tut und macht mir mein Leben halt sehr, sehr viel entspannter als Mieter. Das ist für mich halt tatsächlich ein ganz wichtiger Tipp. Lieber, vielen Dank. Ich nehme mit, kenn deinen Mietvertrag. Ich bin sehr gespannt. Wir haben noch einen zweiten Teil. Der wird auch nochmal sehr spannend, weil wir da über so ein paar Mythen sprechen wollen. Deswegen bis hierhin erstmal vielen Dank und wir sehen uns ja gleich nochmal wieder. So machen wir das. Danke.